Am Piccolo Glattal-Turnier vom EHC Dübendorf haben 9- bis 10-jährige Nachwuchssportler zeigen, was sie können. Die beiden Teams vom EHC Dübendorf haben gegen starke Gegner gespielt. Die Wanderwinzeriet hat sich unter Zuschauern gemischt. Gute Stimmung hat bei den nationalen und internationalen Teams am Glattal-Turnier in Dübendorf geherrscht. Auch beim Team Walliselle Dübendorf, obwohl nicht alles ganz rund gelaufen ist. Nicht ganz sehr gut. Wir haben bis jetzt jeden Match verloren, aber wir probieren es immer weiter. Und mit dieser Einstellung haben sie sich auch die Freude an ihrem Sport durch die Niederlagen nicht nehmen lassen. Der Dulkan Sürücü meint, dass bei ihnen etwas noch ein bisschen wichtiger ist als zu gewinnen. Also für mich muss es nicht unbedingt gut laufen. Für mich ist es wichtig, dass ich Spass habe. Darum hat sich das Team Walliselle Dübendorf von Anfang an auch genau diese Ziele gesetzt. Also einfach Spass haben und gut spielen. Nicht unbedingt viel Gold bekommen und auch Gold schiessen. Anders war es beim zweiten Team vom EHC Dübendorf. Das Team Dübendorf Walliselle hat sich nämlich höhere Ziele gesetzt. Erst bis dritten Platz, möglichst einen Pokal bekommen. Trotz ein paar Anfangsschwierigkeiten sind sie ihrem Ziel in der Vorrunde mit 2 gewonnenen und 2 verlorenen Spielen ziemlich nahe gekommen. Am Anfang waren wir noch ein bisschen müde, weil wir früher aufstehen mussten. Und jetzt werden wir immer besser. Und so konnten sie auch die einen von ihren starken Gegner am Glattal-Turnier besiegen und sogar den schwersten Match der Vorrunde gewinnen. Also, das war der auch, wie ich sage, gegen Huskies, also der letzte Match. Wir haben zwar gewonnen, aber es waren auch sehr gut. Trotz der guten Leistung in der Vorrunde haben sie es doch nicht aufs Podest geschafft. Den ersten Rang hat sich das Team aus Biel ergattert. Am EHC Dübendorf seine beiden Teams sind auf dem 12. und 9. Platz gelandet. Auch wenn nicht alle Ziele genau erreicht worden sind, am Spass hat es beim Glattal-Turnier auf jeden Fall nicht gefehlt. Und bei all diesen jungen, begeisterten Hockeyspielerinnen und Spielern kann man sich schon fragen, was denn an dieser Sportart so toll ist. Einfach, dass man viele Kollegen findet, eine Mannschaftssportart und dass man auch wirklich viel mit den Kollegen zusammen machen kann. Wir können Schlittschuhen, wir treffen neue Kollegen und ja, es macht Spass. Mein Papi hat eben auch Eishockey gespielt und dann habe ich ein paar Mal zugeschaut. Da habe ich gefunden, ja, es ist noch sehr cool und darum habe ich auch angefangen. Und jeder hat ein bisschen ein anderes Ziel, was das Hockeyspielen angeht. Möglichst weit raufkommen. Mir kommt es eigentlich nicht darauf an, wie gut ich bin und so. Ich wollte einfach Spass haben und gute Kollegen haben. Ich kann nicht schnell kommen. Für mich ist das Ziel, dass ich gut werde, besser werde und dass ich irgendwann mal Moskito anspiele. Und bei diesen höheren Zielen langt es vielleicht nächstes Jahr beim Glattal-Turnier auch noch für den Pokal.